Oh, eine richtige Maschine wieder. Alter. Das ist eine richtige Maschine, Eugen. Ich hab den noch gesehen. Leute, das ist hier wie im Paradies. Lebt? Ja. Ja. Hi Leute, Hubertus hier vom Fishing King. In diesem Video möchte ich euch mitnehmen nach Norwegen. Wir sind hier am Flughafen, da steht schon, wir checken gleich ein. Boarding geht gleich los. Und es geht für uns das erste Mal nach Norwegen. Genau zu sein, das zweite Mal vor ein paar Jahren war ich mal mit D-Max da, aber das kann man nicht so wirklich dazu zählen. Dieses Mal sind wir für ein paar Wochen dort und werden hauptsächlich, unser Hauptziel ist, einen neuen University-Kurs zu produzieren. Das heißt, mit Rainer Korn, dem Norwegen- und Meeresangel-Experten Nummer 1, werden wir einen richtig fetten Kurs abdrehen. Eugen ist gerade hinter der Kamera. Der wird diesen Dreh hauptsächlich leiten. Und das werden über 50 Videos, sind sogar knapp über 60, richtig Eugen? Ja, ich denke so ja, knapp ist ja auch 60, egal. Auf jeden ja. Fall werdet ihr dort alles lernen, was man braucht für Norwegen, Nordsee und auch Ostsee. So, dann werden wir aber auch Adventure-Videos abdrehen. Das heißt, wir werden nach diesem Dreh in Bordeaux, wir fliegen erst nach Oslo, dann nach Bordeaux weiter, ganz nach oben in den Norden, so in der Nähe auch von den Lofoten. Wenn wir da durch sind, fliegen wir dann in den Süden von Norwegen und werden auch im Inland, das heißt im Süßwasser noch auf Forellen, Hecht, Barsch, Zander angeln. Und dort werden wir auch Adventures abdrehen. Wieder mit dem Ziel Catch and Cook. Das heißt, wir wollen euch neue Rezepte draußen verraten, einfach mit in die Wildnis nehmen, mit nach Norwegen. Und hoffentlich fangen wir auch unseren ersten Heilboot. Das ist das erste Ziel für diese Woche, da geht es morgen gleich los. Und ich bin super gespannt, ich freue mich. Und ich gebe euch Eindrücke, wie mal so eine Produktion abläuft von so einem Online-Kurs. Ja, jetzt in Norwegen zum Beispiel. Das heißt, ich werde auch ein bisschen zwischendurch filmen, während Eugen und Rainer, die produzieren hauptsächlich. Und ich bin da behind the scenes und angel einfach ein bisschen mit. So viel dazu. Wir machen uns jetzt, wie gesagt, auf den Weg. Wir sind hier gerade in Düsseldorf und jetzt geht's los. Also, kommt mit, bleibt dabei. So, wir sind jetzt angekommen, wurden abgeholt und ja, wir sind hier in Bordeaux, ist am Skjelfjord. Ja, ich kann noch nicht ganz aussprechen, müssen wir den Rainer nochmal fragen. Rainer war auch schon da und ja, ich bin gespannt. Wir kommen jetzt erstmal an, werden gleich was essen, sieht schon mal mega gut aus hier und ich würde sagen, wir sind da, das ist schon mal gut. Alles Weitere gibt es dann, wenn wir mehr wissen. Vielleicht können wir heute Abend noch ein bisschen raus. Ein Angler war gerade eben schon dort am Ufer. Aber wahrscheinlich sehen wir uns morgen früh wieder. Und dann am Wasser mit einem richtigen Plan. Und dann geht's los. Wir werden es gleich erstmal mit Rainer besprechen. Also, bis später oder morgen? Drüben da wo ihr zuerst geparkt habt, Uwe ist da. Mhm. Wird direkt bezahlt, 165 ja. Kronen pro Person. Ansonsten haben wir das immer nachträglich gemacht, aber das war so ein Tohuwabohu nachher, ja, dass der Käufer gesagt hat, komm, mach das direkt. Ne? Ja. So Leute, wir haben jetzt eine Challenge, wir sind angekommen. Normalerweise hätten wir am Supermarkt anhalten sollen mit unserem Taxi. Der hat das irgendwie vergessen. Jetzt haben wir für nichts zu essen. Nichts zu essen. Und um 21 Uhr... Auch nichts zu trinken. Auch nichts zu trinken. Und der Rainer, ja, der da vorne steht, der hat jetzt gesagt, unsere einzige Möglichkeit heute Abend noch ja, was zu essen ist, im Grunde genommen selber was zu fangen. Und wir haben Glück, hier vorne sind schon kleine Dorsche, sollen schon so eine Größe haben, also so 50er, 60er, schöne Essensgröße. Und die Challenge ist jetzt, innerhalb von 2 Stunden Dorsch zu fangen und den zubereiten. Weil um 21 Uhr ist dann Treffen im Headquarter. Weil wie gesagt, wir sind hier die erste Woche mit einer größeren Truppe zusammen auf diesem Heilboot-Seminar vom Rainer. Ja, das ist die Challenge, jetzt packen wir schnell die Sachen, fangen die Dorsche, braten die, sind glücklich. Und ja, Wasser, sagt er, das beste Wasser kriegt man hier aus den Leitungen. Mehr brauchen wir nicht. Und wir müssen uns jetzt noch schnell erstmal Bettwäsche besorgen. Die können wir uns hier ausleihen. Ne? Mhm. Gut, dann let's go. Let's 2 Stunden, ganz genau, haben wir jetzt. Noch 1 Stunde und 28 Minuten. Eine Stunde 28 Minuten? Ja, ja. Das
heißt, du musst deine Route fertig machen. Ich muss die Route fertig machen. Dann fangen wir aber gar nichts. Oh, Hubertus hat den ersten. Ton an? Ja, ja. Aber noch ist er nicht draußen. Wir können immer noch verhungern, Eugen. Also richtig Power. Ja, klar, was denkst du? Der erste Fisch in Norwegen, Eugen. Ja. Mega. Geil. Premiere. Jawohl. Cool. Der erste Dorsch. Nice. Unser Abendessen, Eugen. Auf einen schönen kleinen Gummifisch hier mit 18 Gramm. Jede Menge Mini-Seesterne, die der Dorsch gefressen hat und wieder ausspuckt. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder mit Bauchlappen oder ohne Bauchlappen. Ich mache das immer ohne Bauchlappen, weil es könnte sein, dass die Nematoden haben und die sitzen meistens mit Bauchlappen drin. Also immer kontrollieren eure Filets, ob da so Dinger drin sind, könnt ihr gleich wegschmeißen. Ja. Dann ziehen wir hier lang. So, und jetzt filetieren wir, ohne den Bauchraum überhaupt aufzuschneiden. Und die zweite Seite genauso. Und da sind wirklich gar keine Gräten mehr drin jetzt, ne? Zeige ich euch gleich. Okay. Dann machen wir noch die zweite Seite fertig. Wenn du jetzt hier anfasst, hier hast du die Gräten. Ne? Mhm, ja. Dann schneidest du jetzt hier einmal hier dran lang. Mhm. Nach vorn. Jetzt haben wir ein komplett Filet, komplett grätenfreies Filet. Das ist ganz einfach und easy, ne? Oder? Ganz einfach und easy, aus der Haut gebraten. Mhm. Weil wenn der frisch aus dem Wasser ist, dann ist es so, dass das Fleisch sehr schnell zerfällt beim Braten, deswegen auf der Haut. Das ist dann ein bisschen einfacher. Ne? Und einfach nur Salz, Pfeffer. Mhm. Und zum Glück hat der Martin schön frisches Brot mitgehabt und Butter. Ja. Und dann schön aufs Brot mit Butter, Salz, Pfeffer. Alles gut. Und besser, schon, und besser. Und schon geschnitten, vor allem. Ja, perfekt. Besser ja. Lagen kann man doch nicht haben. Ja. Alles wird gut. Mir. Ja, den geht auch noch. Aha, immerhin. Besser als nichts. Ganz genau. So, Eugen. Ein bisschen Butter drauf machen, schmeckt perfekt. Noch ein bisschen nachsalzen, ne? Ist echt gut, oder? Martin. Lecker? Da, wie wir sehen hier, da kann man auf den Plotter gehen. Da ist, hier ist die Stelle, hier fischen wir jetzt. Hier haben wir eine Strömung von, was ich weiß, 0,8 Knoten. Das ist ein bisschen zu viel eigentlich zum Steinbeißangel, deshalb hält er das Boot dagegen. Das machen wir jetzt auch und so weiter. Weißt du? So, das kann man dann genau erklären, weil wir werden mit den Booten immer beieinander bleiben. Ja. So, dass man immer die Möglichkeiten hat, von das eine auf das andere zu schießen. Ist gut. Meine Haare liegen überhaupt nicht. Dann zieh ich mal eine Kappe aus. Die liegen super. Ja. Und die über das Meerforellen Steffen zum Beispiel. Das machen wir auch mal, wenn das auch die Bedingungen richtig sind und wir zum Beispiel das hier alles gemacht haben und die Leute alle verarztet sind. Wir sagen, wir fahren jetzt nochmal raus. Mhm. Einfach nur 2 Stunden Meerforellen schleppen, weil wenn wir dann einen Fisch fangen, wäre das schon. Ja, wie gesagt, natürlich der absolute. Das ist halt echt auch ein bisschen Glückssache, weil wenn wir nicht so viel Zeit investieren können. Ich kann nicht hier 8 Stunden am Tag schleppen, obwohl ich es gerne machen würde. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Wasser, wie ihr seht. Und ja, es ist quasi der erste Angeltag. Gestern ist ja Anreisetag gewesen. Und unser Ziel ist heute einfach, ist quasi unser Sonntag. Wir kommen erstmal an, fangen ein paar Fische, genießen das Ganze, machen heute nur ein bisschen was hier für dieses Behind the Scenes YouTube-Video. Die University-Kursproduktion, die startet erst morgen so wirklich. Und was wir jetzt machen, wir werden gleich mit dem Gummifisch arbeiten, wie so Zander-Jiggen. Auf Haibut werden wir angeln, auf Dorsche und Köhler. Wer weiß, was wir fangen. Kann heute schon der 2-Meter-Fisch einsteigen. Das wäre krass. Mhm. Jetzt seid ihr beide dran, wa? Boah, leck mich am Arsch, ey. Eugen! Boah, das ist ein guter Fisch, Mann! Boah! Deswegen sind wir hier. Boah, guck dir das an. Guck dir das Vieh an.
Junge! Wie geil ist das denn? Wie grandios! Jawohl, Eugen hat auch einen drauf. Boah. Schön, Eugen. Geil. Auch einen drauf? Jawohl, jetzt knallt hier aber wieder ordentlich. Das sieht nicht ganz durch. Eugen, schön gemacht. Eugen nimmt einmal die Ute in der Hand und zack. Geil. Komm, zweiter Wurf. Versorgen wir den. Zweiter Wurf, Leute. Knallt's, Leute. Jetzt knallt's. Fische sind wieder auf dem Echo. Schaut euch das kurz an. Ja. Wir sind jetzt nochmal an dem Spot von gerade eben, wo der Eugen seinen Köhler gefangen hat. Und mein Ziel ist es, dass ich auf diese Kombo hier, auf meine Reiseroute, jetzt heute auch noch einen Köhler fange, hier im Freiwasser. Ja. Schnur und alles ist wunderbar, passt dazu, 26er geflochtene. Nur die Route ist halt geil, wenn wir da einen drauf kriegen. Und danach, wenn wir das geschafft haben, werden wir nochmal zum Rheinau rüberfahren und mal sehen, was da abgeht, weil die sind irgendwo ein paar Kilometer weiter hinten im Fjord. Zum Glück haben wir ein Walkie-Talkie, wir werden jetzt mal fragen, was da so los ist. Mal sehen, was die haben, oder? Was meinst du, Eugen? Ja, ich sag, die haben auch schon gut gefangen, ne? Mhm. Martin, was sagst du? Ich sag, die haben auch schon so 2-3 Köhler. Stimmt. Ich sag, die haben einen guten Köhler, so einen guten, wie ich den gefangen habe. Oder wie ich den gefangen habe. Ja, oder so. Hubertus an Rainer. Hubertus an Rainer, bitte komm. Die sind gerade am Heilboot drin. Ja, die sind am Heilboot dran. Du jetzt bitte nicht so, als wärst du ein Heilboot am Drillen. Wir wollten nur mal kurz nachfragen, wie es bei euch aussieht. Ja, wäre gut für Schwimmbilder gewesen. Wir haben richtig fette Seelachs gedrillt vorhin, bis 1,06 Meter. Eben gesagt, lass zum Rainer fahren. Also, wenn ihr die ja nur gedrillt habt, hört sich das so an, als hättet ihr ihn nicht gelandet. Richtig? Wir haben auch ein paar schöne Seelachse. Auch der Eugen bei seinem ersten Wurf, direkt einen ordentlichen. Wir können uns auch nicht beklagen, muss man so sagen, ne? Nein, wir haben sie nicht gedreht, wir haben sie auch gefangen, sie liegen im Boot. Wir haben also bis 1,06 Meter haben wir gefangen, ich hatte den größten mit 1,06 Meter. Ja, nicht schlecht, das ist schon krass, ne? 1,06 Meter. Mhm. Kommt also nicht dran. Okay. Ja, wir werden jetzt hier auch noch gerade nochmal probieren, einen Köhler dran zu kriegen und dann kommen wir zu euch rüber. Und ja, da sind wir mal gespannt. Dann werden wir da auch mal gezielt auf Heilboot angeln, ne Eugen? Alles klar, bis gleich, Rainer. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall die nächste Stunde fischen, weil jetzt dann das Wasser wieder aufläuft und Heilboot hängen bleibt, sonst gehen wir nachher nochmal auf die Seelachse. Alles klar, Roger, over and out, bis später. So, kurz für euch zur Info, gucken, wie viel Uhr wir haben. Ja, 14.39 Uhr, also jetzt so 14 Uhr ist die Zeit, wo Niedrigwasser ist und ab dem Moment von Niedrigwasser zu aufsteigendem Wasser ist so die beste Zeit wohl für Heilboot. So der Plan. Deswegen werden wir das gleich gezielt machen. Aber ich muss trotzdem noch einen hier drauf fangen. Da führt kein Weg dran vorbei, Martin. Martin. Ist wieder drauf? Ist wieder drauf. Oh. Oh. Oh, auch wieder ein guter, ne? Ja. Martin. Guck mal auf den Scheiß. Alles gut, oder? Ja, bist du drin? Hä? Bist du drin? Alles gut, ne? Hast du schon zu viel, ne? Zeig mal, was du kannst jetzt hier. Hey, Junge Spritzer. Zeig uns, Junge Spritzer, wie das läuft hier. Ja. Ich habe euch ja wohl mal mega geführt, oder? Wisst ihr, wo die anderen hier sind? Ja. Ja. Merkt ihr was? Ja, das merken wir. Ja, Martin, dein Fisch, geiler Dorsch. Boah. Guck mal hier, Leute. Die werden nachher geteilt. Wisst ihr. Schön. Auf dem Pilker, ne? Schön klassisch. Klassisch, runter hoch, ja. Fertig drauf. Geil. Jetzt waren wir nachgebissen in den Weiter. Ja. Der ist für heute Abend fürs Essen. So Leute,
Da vorne ist alles voll mit Möwen. Du musst lauter sprechen wegen Mikro. Und da vorne ist eine Feeding Fancy, das heißt, die Fische jagen an der Oberfläche, deswegen sind die Möwen da. Rainer hat uns gerade per Funk gerufen, wir sollen da hinkommen. Das ist jetzt nur ganz kurz. Es kann innerhalb von 30, 60 Sekunden wieder vorbei sein. So, Eugen, jetzt geht's ab. Jo, boah, vom Boot direkt Attacke. Die sind noch hier. Alter. Geil, Mann. Krass. Wie geil ist das denn? Der Biss, Junge, der Biss. Mega Reiter. Krass, ey. Direkt ausgeworfen, direkt Biss. Wie geil ist das denn? Geil. Hammer. Petri. Direkt vor den Füßen. Oh, eine richtige Maschine wieder. Alter. Das ist eine richtige Maschine, oh. Eugen. Ich hab den noch gesehen. Oh. Leute, das ist hier wie im Paradies. Am leichten Rett. Eugen, den nächsten Wurf machst du hier nach. So krass, die ersten Fluchten immer. 5 Meter manchmal die Tiefe oder mehr. So, echte Sternstunde. Alles wunderschöne Fische. Brutal. Ich lasse nur kurz absinken, weil die sind ja direkt unter der Oberfläche. Und dann leier ich einfach ein. Ja, Fisch an. Krass. Alter Schwede, das gibt's so nicht. Wahnsinn, Leute. Heftig. Oh, die haben eine Power. Mega. So. Jawohl. Sehr schön, Eugen. Die Rute ab, leg die Rute ab. Alter. Aber immerhin, guck mal hier, orangene Weste, orangene Rute und orangener Gummifisch. Und ich habe gerade eben noch gesagt, hier geht was auf der Seite. Ja, und vor allem hast du gesagt, auf den Gummifisch werde ich mal anfangen, ne? Ist so. Scheiße, Mann. Nicht schlecht. Landung üben wir nochmal. So, das scheint wieder eher ein Dorsch zu sein. Weil ich jetzt ziemlich nah am Grund gefischt habe, um meinen Heilbutt zu überlisten. Es könnte aber auch ein Steinbeißer sein, weil hier sollen auch gute Steinbeißer sein. Der Biss war ziemlich komisch. Wie so ein nasser Lappen hat er sich hier dran gehangen. Martin, was sagst du hier, so ein nasser Lappenbiss? Spezialisiert. Oh, mein lieber Mann. Vielleicht ist es auch ein Heilbutt, Leute. Alter! Jetzt geht ja nochmal Vollgas hier, ne? Das ist geil, Leute. Alter Schwede. Das ist ein echt guter Fisch. Ja, das wäre richtig fies, wenn ich es jetzt ausschlüpfen würde. Bremse ist aber weit genug offen. Ein Heilbutt. Alter, ein Heilbutt, Eugen. Ich sag dir noch, was, ich hab das Mann. Heilbutt! Jawohl, Eugen! Ja, hier ist eine. Fuck, Leute. Schnell messen. Ganz wichtig. So, wie ihr seht, ist gerade ein bisschen windig geworden. Kappe verloren, ins Wasser geflogen. Abpackmatte ist am Start. Richtig, meine Abpackmatte. Hier haben wir die ganzen Fische drauf abgehakt heute. Und ist gerade wieder angekommen. Das sind übrigens die kleinen Sprotten, die Köhler heute gejagt haben. Hier, Rainer, kannst du wieder zurückkommen? So, und wir werden jetzt erstmal hier Fische filetieren. Das macht der Martin. Das Boot sauber machen, macht auch der Martin. Ja, und Tackle reinschleppen, Martin, machst du auch, ne?
Wir legen uns dann auf die Couch und wegen Essen warten wir dann einfach dann, ne? Ja, alles gut. Alles gut, ne? Ja, wie gesagt, wir machen es alles sauber hier. Es war ein extrem geiler Tag. Ja. Der erste Tag und so grandios. Ja, Dorsche, Köhler und ein Heilbutt. Ja. Hammer. Also, mehr geht nicht. Mehr geht echt nicht. Ne? Also wirklich. Alles gut. Alle Ziele schon erreicht. Aber wir hatten eine Schlüssel mehr, ne? Ich habe den Schlüssel. Das ist gut. Das Gute war halt, dass wir dem Rainer nochmal so ein paar kleine Tricks zeigen konnten, sodass der halt auch nochmal. Können wir gerade mal rübergehen. Ja. Den ersten Köhler, seinen ersten Dorsch. Leben. Ne, genau. Konnte auch noch ein bisschen was lernen, hat ein paar Tipps. Ist ja gar nicht, wie die aussehen, die Fische. Hat ein paar Tipps wieder von uns bekommen. Ne? Genau. Ja, nee, aber hast du alles gut umgesetzt. Hast du echt gut umgesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Entputtet. Entputtet. Mega. Das ist immer erstens teuer. Ja. Und zweitens ziemlich geil. Ja, aber hier gibt es ja nicht viel, was ich ausgeben kann, von daher. Ja, stimmt, aber ihr habt ja genug Bier gekauft. Ja, ja. Nee, war. Nein, aber das geil. Ist. Ja, das war. Ich habe mir das natürlich erhofft, dass das an der Stelle heute so geht, weil das war nicht unbedingt klar, weil die letzten Tage nicht so einfach waren. Mhm. Und das Wetter heute auch ja, viel schlechter angesagt war. Jetzt zieht es sich zu, aber wir haben ja einen Traumtag gehabt. Ne? Super. Fische an der Oberfläche mit Popper-Seelachse gefangen. Ja, also das war richtig toll. Auch einen Popper noch ich habe einen gekriegt noch, ja. Ja. Viele, die draufgegangen sind, fast ins Boot gesprungen und einer, den habe ich dann tatsächlich noch gekriegt. Ne? Ja. Das war schon toll, ne? Also dass die Seelachse so gut gebissen haben. Also ich hatte gleich, wir haben gestoppt, ich habe runtergelassen und dachte eigentlich, weil unten Dorsche standen, dass ich erstmal so ganz leicht angeruckt habe mit dem Speedpilker und da hing sofort dran, dachte ich erst, oh, ein großer Dorsch und dann erpuppte sich das aber auch schon als so ein Meter Seelachs. Ne? Ja. Und dann ging das stimmt, du hast ja noch einen Meter Köhler angefangen. Ne? 1,6 Meter, ja. Ja, geil. Aber auch ultra leicht, ne? Also vom Gerät. Das ist natürlich in die Hand, wenn du da so ein 1,6 Meter Kalosche drauf hast. Mhm. Und der hat auch beim Fallen genommen, ne? Also ich habe hier, da ist ja eine Schnurzähler, ein elektrischer und dann bei 15 Meter, da stoppte der plötzlich und ich so, ups, da stimmt was nicht, weil die nehmen den dann praktisch, die kommen von unten hoch und lassen den Köder so ins Maul reinfallen. Und der war auch weg, der war komplett weg, der Köder, der war im Magensack. Weil die haben Arsch schon wieder raus. Der war im Magensack, ja, ich musste den also wirklich rausoperieren. Dann hat, darum haben wir den Köder auch mitgenommen, den großen. Aber das war, dann ist der in der die geschlossene Bremse erstmal 70 Meter runter bis zum Grund. Ne? Geil. Das haben wir gesehen. Und das hat lange gedauert. Also das war schon kampfstarker Fisch. War gut, ja. Hat Spaß gemacht. Ja. In diesem Sinne, Rainer, Roger over and out. Genau, das schon aus. Alles klar. Willst du es wieder geben? Ja, tu es mal in die rote Tasche, ich lade die dann auf. Alles klar. Ja, ist der Ton jetzt gut? Ich würde gerne hier einen Ton von mir geben. Video 1, Take 1, Kursvorstellung Norwegen. In diesem Video möchte ich dir ein bisschen einen Überblick über das wunderschöne Nordland Norwegen geben, das im Norden Europas sich befindet. Du überlegst dir, dass du nach Norwegen fahren willst und was du da an Angelgerät mitnehmen sollst. Die hat ein Wurfgewicht zwischen 100 und 300 Gramm. Vom Ufer lässt sich nicht nur mit Kunstködern angeln, sondern auch sehr gut mit Naturködern. Clinchknoten, einem doppelt gelegten Clinchknoten, wie der funktioniert, das siehst du in dem Abschnitt über Knotenkunde. Was sehr fängig ist, wenn ich jetzt zusätzlich da noch eine Garnele mit aufziehe. Video 31, Take 1, Überblick Schleppangeln in Norwegen. Köderfavorit. Achso, geht los. Ich hänge da einfach einen Wobbler ran. Lass den 30 bis 40 Meter hinten raus. Ist natürlich ganz hilfreich, wenn ich so eine farblich abgesetzte Schnur habe, wie ich sie fast auf allen Rollen fische. Dadurch habe ich alle 10 Meter eine andere Farbe und weiß genau, aha, ich bin 40 Meter draußen, optimale Weite erreicht. Die drei Topköder dafür, die stellen wir ja in unserem Köder, in der Ködervorführung vor. Wir zeigen jetzt mal, wie das in der Praxis tatsächlich funktioniert und worauf man achten muss und in welchen Tiefen und so weiter und so weiter. Das kommt jetzt. Meerforellen und Lachse sind meist in den oberen Wasserschichten bis 10 Meter, 20 Meter zu finden. Jetzt haben wir hier gerade beim Schleppen eine schöne Meerforelle gefangen, hat sofort geklappt. Und das ist jetzt ein schöner Fisch, so, ich schätze mal 55, 60 Zentimeter. Ja, ich stehe jetzt hier an einem der berühmtesten Plätze in Norwegen. Das ist der Saltstraum bei Bodø. Und ist auch ein sehr guter Angelplatz im Übrigen, wie alle Straumen. Straumen sind stark strömende Bereiche, die besonders in Engstellen, so wie wir es hier haben, vorzufinden sind. An Brücken sehr oft und
Sehr gute Angelplätze sind zum Beispiel auch Hafenanlagen, Fährhäfen, die kleinen Fährhäfen. Wenn du auf eine Fähre mal wartest, dann, es gibt ja sehr viele kleine Fähren in Norwegen, dann hast du immer eine Angel bereit, eine schwere Spinnrute und mit der kannst du da dann Plattfische angeln, Pollack angeln, Dorsche angeln. Alles das findet sich an Fährhäfen, weil da meist auch ein bisschen tieferes Wasser ist. Ich zeige jetzt einmal, wie man so einen Inchico-Köder, also so ein Zwischending zwischen Pilka und Naturköder, beködert. Also ganz normale Fetzen, so wie man das auch vom Angeln mit Fischen, mit Fischfetzen kennt. Für Steinbeißer immer schön viel Fleisch. Die Garnelen ziehe ich so auf, dass ich praktisch die naturgegebene Krümmung der Garnele nach dem Kochvorgang benutze und dann hier durch den Körper durchgehe. Außerdem mögen gerade Steinbeißer Tintenfisch extrem gerne. Ja, so sieht er dann fertig beködert aus. Das schwere Ende kommt jetzt nach unten, das sehen wir dann noch gleich beim Angeln. Und oben wird er eingehakt. Ja, dann losgelassen. Aber vielleicht kommt er nochmal, vielleicht kommt er nochmal. Das hast du richtig gesehen, ne? Ja. Mhm. Das war ein typischer Steinbeißer bis. Da ist er, ne? Da. Ja, ist er noch da. Ja, ist noch da. Ja, ein klassischer Steinbeißer bis, ne? Oh. Klebt? Ja. Geil, Rainer. Super. Ja, der ist gut. Der ist gut. Wahnsinn. Da kommt er. Stony, großer Stony. Wow, richtig großer Fels. Wow. Das sieht ja Wahnsinn aus. So, normalerweise macht man das jetzt im Zweiten. Halt du mal bitte die Route. Ja, nun haben wir ihn rausgekriegt, den Steinbeißer, gezeigt mit Anhieb, wie wann der gesetzt werden muss, hat man glaube ich sehr gut sehen können. Ja. Und beim Exemplar, der ist jetzt 1,11 Meter lang, das ist wirklich ein sehr kapitaler Steinbeißer, muss man dazu sagen. Das ist also wirklich ein Ausnahmefisch. Da ist die Landung auch nicht so ganz einfach. Das sicherste ist zu gaffen beim Steinbeißer. Kescher, der zerfetzt dir den Kescher und dreht sich da vollkommen ein, also der kriegst du gar nicht wieder raus. Und deswegen ist Gaff eigentlich die sicherste Methode. Heute letzter Tag und jetzt fahren wir noch einmal mit dem Boot raus. Das wird das letzte Abschnitt für das Behind-the-Scenes-Video. Wir drehen die letzten University-Videos ab und zwar Q&A. Das heißt, wir gehen auf alle Detailfragen ein, die ihr uns noch unter Instagram, Facebook, generell Social Media gesendet habt. Und wir machen die 5 häufigsten Fehler, die die meisten Norwegen-Einsteiger machen. Die werden wir auch noch abdrehen. Und dann ist alles im Kasten. So, wir haben Biss. Wir haben Biss. Vermutlich ein Butt. Wir müssen warten, bis die Rute sich krumm zieht. Komm schon, komm schon, komm schon. Da ist er noch dran. Aber ich gebe ihm noch keinen, ne? Immer noch nicht, ne? Jawohl! Nee. Steinbeißer! Mein erster Steinbeißer. Ja. Also da vorne ist jetzt ein Krabbenkrubbenkritz ist da. Krubbenkritz, ne? Krabbenkritz heißen die, oder Rainer? Krabbentank, ein Krabbenkutter, ne? Also da vorne ist jetzt ein Krabbenkutter. Und Rainer sagt, man kann da ranfahren mit dem Boot und kann sich dann ganz frisch gefangene Krabben kaufen direkt. Ja, man muss allerdings norwegische Kronen dabei haben, bar oder halt eine norwegische Kreditkarte. Und das Besondere ist, die sind frisch gefangen und werden direkt gekocht. Can we buy some Rika? Yeah, great.
Jetzt haben wir hier frisch vom Kutter haben wir angelegt, mitten auf dem Fjord, holen die mal und jetzt gibt es frische Reker. Hi. Ich würde sagen, Rainer, das ist auch ein gelungener Moment für ein schönes Outro. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Video Behind the Scenes bei unserer Videoproduktion. 2 Wochen geht zu Ende. Wir packen jetzt gleich die Sachen, fahren ran. Wenn wir die Garnelen aufgegessen haben. Essen die 3 Kilo noch leer. Sind nur noch 500 Gramm drin. Und ja, Rainer, war eine echt super geile Woche, sehr lehrreich. Und freut mich. Ich freue mich auf den Kurs. Den werde ich mir selber dann direkt auch nochmal kaufen. Und ja. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und ihr werdet den Rainer noch öfter sehen. Bis dann. Ciao. Ciao.